Das hier ist übrigens unsere Karre für die nächsten 7 Tage. Ich finde es wirklich sehr, sehr geräumig und auch von der Ausstattung her haben wir wirklich nur das Beste gewählt. Mach mal einmal einen Soundcheck. Brutal! Wir sind jetzt hier gerade im Hotel angekommen und ich habe denen nicht gesagt, dass ich irgendwas mit Social Media am Hut habe. Aber oh, plötzlich kommen wir hier rein und hier liegen überall einfach so ausgedruckte Instagram-Fotos von mir. Ein neuer Tag im Paradies. Firat und ich sind gerade wach geworden, wollten duschen gehen und sehen plötzlich das hier. Hier chillen einfach überall tausende Ameisen, die hier an der Seite an der Duschwand hochkrabbeln, hier unten über den Boden krabbeln und komplett einfach unser Hotelzimmer mit benutzen. Also zusammengefasst haben wir bisher nur Regen und ein riesiges Ameisenproblem. Was macht man bei Regen auf Ibiza? Wandern. Denn wenn nicht jetzt, wann dann? Wir sind jetzt hier am Wandern und das ist echt eine richtig schöne Ecke. Wir laufen hier diesen Berg gerade hoch auf der Insel. Firat, Tempo, die Taschentücher. I am the one, the way you're time. Oh, hey guys, I'm hiking. 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 Der war gar nicht geplant, der Joke. Der nee. Also man muss wirklich sagen, dass diese Insel wunderschön ist. I am the one, the way... Der will mit dir kommunizieren. Die wollen alle mit dir reden, Firat. Irgendwie sieht das aus wie Hodensäcke. Das Gym hier sieht so brutal aus. Einfach wie... Oh, hi. Wir sind jetzt gerade in Ibiza Stadt gelandet und sind in dem Laden Paradise Lost. Ja. Alex hat den uns empfohlen. Ja, ist auch geil hier, Leute. Guckt euch mal um. Ja, nebenan rasiert sich ein Typ im Spiegel gerade. Hier läuft irgendwie nur Spongebob-Musik. Schaut euch mal an, wie schön es hier auf Ibiza Stadt ist. Mit so Lichterketten. Und weil es so schön ist, habe ich mir extra meine Sonnenbrille aufgesetzt, weil ich Laser heute unterwegs bin. Firat, wie geht's? Alles klar? Warte mal, zeig mal hier den Kontrast hier von Architektur. Ja, hat aber keiner gefragt. Es ist 15 Uhr, meine Damen und Herren. Wir waren gestern tatsächlich im DC10, einem der besten Hausclubs der Welt, unterwegs. Und dreimal dürft ihr raten, wer von Firat und mir getrunken hat und wer nüchtern geblieben ist. Ich zeige euch mal Firat. Guten Morgen. Ja, schon wieder morgen. Wir befinden uns jetzt hier in San Jose, in Ibiza, Cerveza con Agua. Also ich habe bisher wirklich noch nie in einem Restaurant eine Karte gesehen, die so korrupt auseinanderfällt. Ich bin so ein verfressener Stück Scheiße. Ich kenne übrigens keine Klingel, die so nervig ist wie die von unserem Hotelzimmer. Falls ihr euch übrigens fragt, warum hier nur noch eine Matratze liegt. Der Firat hat sich seine Matratze einmal jetzt ins Wohnzimmer gelegt, ja, weil er jetzt hier schläft. Dadurch, dass Firat die ganze Nacht immer schnarcht und ich die ganze Nacht immer furze, ist es jetzt einfach eine Win-Win-Lösung. Ja, noch. Ist gut. Geht ihr eher morgens oder abends scheißen? Schreibt es in die Kommentare. Ich gehe irgendwie nur morgens, weil wenn ich abends gehe... Ersten Tag, schönes Wetter hier. Na, auch hier. Mit uns? Geil. Ich bin übrigens so ein Urlauber, der am ersten Tag sein Frühstück herausfindet beim Buffet und das dann jeden Tag einfach wieder isst. Hast du gefragt? Nee, oder? Es ist 5.40 Uhr mitten in der Nacht. Wir sind gerade aufgewacht, weil das Sonnenwetter plötzlich abgeht. Es ist gerade Freitag, also unser drittletzter Tag. Wann fliegen wir? Bro, kannst du einmal filmen, wie ich im Wasser Handstand mache? Gut, oder? Pure Gönnung, Herr Merkan. Pure Gönnung.
Tag 6 unseres Ibiza-Urlaubs. Wir sind gerade am Pool angekommen. Wir haben gerade so schön geschlafen und auf einmal hauen die da Musik auf 1000 Dezibel an. Da vorne findet einfach eine Hochzeit statt. Und ich bin so Single, dass ich einfach mit einem Typen immer die ganze Zeit nur am Schlafen ist. Also das hier ist for real das hässlichste Auto, was ich je gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Marke ist. Doktor. Es ist 0.15 Uhr und der Typ schaut sich Videos an über das lauteste Geräusch der Welt. Irgendein Vulkan in Indonesien. Mann, nerv nicht, nerv nicht, nerv nicht. Heute ist Abreisetag 7. Wir gehen nochmal an den Pool. Pirat meinte, ich soll noch irgendwas für meinen Vlog filmen. Ja, Bro, ich fahre. Wir filmen auch einfach mal die Landschaft. Ich habe übrigens viele Fragen auf Instagram bekommen, warum wir nicht über Airbnb oder so ein Haus gemietet haben, sondern in einem Hotel waren. Das liegt tatsächlich ganz einfach daran, weil Hotel ohne EL einfach ich bin. Hot. Hot. Das passt dann einfach ganz gut. Hier am Flughafen ist es einfach verboten, dass man Bäume in seinem Handgepäck mitnimmt. Mache ich sonst immer. Barcelona? Ach, jetzt schon. Genau. Ich dachte, du fühlst dich so. Ich glaube, da wir jetzt auch auf Ibiza. Ein bisschen lauter reden. Und Action. Ich glaube, da wir jetzt. Fühlst du schon? Nee. Ja, da wir auf Ibiza. Digga, wir wollten einen Joke machen, dass ich Vierrad Understatement-Auto gekauft habe und hier steht goldener Mitte. Ja, es ist egal. Guck mal, da kommen wir gerade von Ibiza zurück. Hatten die ganze Zeit nur da irgendwie Partys und waren da mit irgendwelchen DJs unterwegs. Und jetzt sind hier in Düsseldorf direkt schon wieder welche. Unfassbar. Aber ja, sorry Leute, die Jokes hier waren wirklich nur... für die Tonne. Euer Lieblingsvlogger, Sandra. Moin moin, meine aktiven Leute. Ich brauche echt iPhone 15, ne? Guckt mal die Qualität an, wie schlecht das ist. Ja, so schlecht wie gut. Alter, man erkennt ihn nicht mal. Es zwei Pixel. Ich sag, dass auch einfach so eine Wodkaflasche steht da oben an der Kamera. Elias ist auch da. Ich bin direkt. Oh mein Gott, Elias sieht aus wie. Das, man erkennt ihn einfach nicht. Schau mal. Also, was? Du hast ja wirklich die schlechteste Kamera. Was? Darf ich mal gegen meine halten einmal? Ja, du hast aber auch iPhone 16 gefühlt, genau, schon. Auf jeden Fall bin ich direkt vom Flughafen hier rübergefahren ins Podcast-Studio. Nee, wir nehmen mal. Sandra, es hat niemand gefragt. Ja, ich wollte einfach mal sagen, dass ich heftiger bin als... Auf jeden Fall sind wir zurück im Podcast-Studio, haben gerade schon direkt eine neue Folge für euch aufgenommen. Geht Mittwoch um 20 Uhr bei RTL online. An der Stelle will ich aber tatsächlich auch den Vlog beenden. Sandra, mach mal hier Outro. Nein, ich sag tschüss. Stell dir mal vor, ich hätte sie wirklich geleckt.